Wenn die Musik am 6. Dezember zu Bad Ragaz beim Dorfbad spielt, dann ist es Zeit für einen Klauseneinzug. Ein Bischof mit knapp 40 Kläus und Schmutzlis wird gespannt erwartet. Glänzige Kinderaugen warten vor der Abschrankung. Aber auch hinten dran die Eltern, mittleren Alter, Grosseltern, ein bisschen älter, alle sind gespannt, es sind Erinnerungen, die hier aufkommen. Der Klauseneinzug findet bereits seit 76 Jahren statt. Vom Mehrzweckgebäude geht es über einen rechten Terminendamm auf den Dorfplatz. Am 7. Dezember werden dann Bewohnerinnen und Bewohner über 80 besucht. Und schließlich am 8. Dezember besucht der Bischof noch mit jemandem Klaus und einem Schmutzli das Altersheim. Wenn die Musik dann ein bisschen verstummt, dann wäre Zeit für ein Sprüchli. Aber nicht alle können ein Sprüchli. Nein, die einen haben eben kein Sprüchli, sie spielen die Flöte. Nein, mit dem Flöten. Ja, aber das könntest du eins lernen, hä? Ja. Sammy Klaus, komm, probier's mit an. Sammy Klaus, du guter Mann. Und dann? Jetzt sag ich das Versli auf. Ich bin Sammy Klaus ein Versli. Sammy Niki Nacki, hinter mir auf ein Stecki. Gib mir noch ein Bier, dann komme ich wieder führen. Auch im Handy-Zitat erzählt hat die Tradition immer noch. Erinnerungen können auf. Bei allen. Auch beim Gemeindepräsidenten, beim Daniel Bühler. Ja, das ist super, ja. Ja, da kommen einem Erinnerungen in den Sinn. Aber dort, wo ich aufgewachsen bin, hat es nicht so einen coolen Anlass gegeben wie hier in Bad Ragaz. Das kann man laut sagen, gell? Ja. Hast du eigentlich auch ein Sprüchchen vorbereitet? Oh nein, da müsste ich den Kleinen holen, der kann nein. O Tannenbaum, wunderschöne Erinnerungen in jedem Lebensalter, fast in jeder Nation weltweit. Und wenn die Musik langsam verstimmt und dann die Glocken anfangen, Leute zu Bad Ragaz auf dem Dorfplatz, dann ist es Zeit für die 40 Schmutzli und für die 40 Kläus und auch für einen Bischof. Und das ist etwas Spezielles hier in Bad Ragaz. Der Bischof, der hält eine lange Rede. Und diese Rede, die wollen wir euch nicht vorenthalten. Gerade nach dem Einzug, eben für den Kläus und den Schmutzli, die wir hier jetzt fast wie live erleben. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, liebe Kinder, liebe Erwachsene, liebe Ragazzer und Gäste. Schön, dass ihr wieder alle so zahlreich auf dem Ragazzer Dorfplatz erschienen seid. Ja, liebe Kinder, schon ist es wieder ein Jahr vergangen und der Klauseinzug zu Ragaz ist eine langjährige Tradition. Die vielen Lichter im Dorf, die friedliche Stimmung und ihr alle machen uns viel Freude. Zumindest hier
Und heute Abend sieht es fast so aus, als ob die ganze Welt im Frieden leben könnte. Ja, Frieden, meine Lieben. Das wäre doch das, was wir uns alle wünschen. Oder nicht? Aber warum gibt es denn immer wieder Streit und Krieg auf dieser Welt? Und damit meine ich nicht Kriegsherde im Mittleren Osten, in Afrika oder sonst irgendwo weit weg von hier. Nein. Leider gibt es auch hier bei uns im Sarganserland, das Ragaz, ja leider sogar in einzelnen Familien, immer wieder Streit. Was soll denn das? Wieso können wir nicht einfach im Frieden nebeneinander oder noch besser miteinander leben? Vielfach ist es doch so, dass wir gerne nicht mehr recht wissen, warum wir überhaupt streiten. Irgendeine Lappalie bringt es fast zum Überlaufen und dann wird gestritten. Oder was noch viel schlimmer ist, legt der eine am anderen Stein weg oder die eine oder die andere wirft der andere Prügel zwischen die Beine. Jetzt einmal ganz ehrlich, wir haben doch hier in unserem wunderschönen Land hier zu Ragaz alle Voraussetzungen, dass wir friedlich und freundschaftlich miteinander leben könnten. Okay, es gibt Situationen, in denen man nicht miteinander leben kann oder will. Man muss ja nicht mit jedem und mit allen befreundet sein. Aber mindestens einander in Ruhe lassen, das könnte man doch. Ja, liebe Kinder und Erwachsene, verzeihen. Das wäre ein ganz wohltuender Charakterzug. Jemandem verzeihen heisst nämlich nicht nur, dass ich dem anderen etwas Gutes tue, um sein, aus meiner Sicht, Fehlverhalten nicht mehr nachzutragen. Das Wort sagt es ja bereits. Ich trage nicht mehr jemandem ein Fehlverhalten an. Ich trage an und nichts gegenüber. So entlaste ich, wenn ich verzeihen kann, vor allem auch mich selber. Zwei Flüge auf einen Streich. Ich entlaste in erster Linie mich selber und schaffe durch das Freiraum, dass wir wieder im Frieden miteinander leben können. Wer im Frieden mit sich selber und mit der Umwelt ist, hat ein schöneres, angenehmeres Leben. Ich glaube, da könnten wir alle zustimmen. Unfrieden belastet in erster Linie mich selber. Es macht mehr Sinn, seine Energie positiv zu nutzen und sich auf eine friedliche, friedvolle Lebenshaltung einzustellen. Wer vergehen kann und jeden Tag von neuem versucht, ein positives Leben zu führen, tut in erster Linie für sich selber etwas Gutes. Heute ist mein bester Tag, ist eine ganz alte Weisheit, wo aktueller ist denn je. Und wenn heute wirklich mein bester Tag ist, macht es doch eindeutig Sinn, wenn ich diesen Tag zum Wohl von mir selber und von meiner Liebe und von meinem ganzen Umfeld einsetze. Glück ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis von einem bewussten Leben. Jetzt denkt vielleicht der eine oder die andere, ja, das ist einfacher gesagt als getan. Dem muss ich entgegnen, nein, es ist in den meisten Fällen wirklich eine persönliche Lebenseinstellung, ob es mir gut geht oder nicht. Jeder und jede von euch entscheidet täglich selber, ob sie sich wohlfühlen und sich am Leben freuen oder eben nicht. Was nützt es, wenn ich täglich feststelle, was für ein armseliges Leben ich muss führen? Was bringt es denn, wenn sich jemand ständig auf seine Krankheit, seine Verletzung oder gar Behinderung konzentriert? Okay, es ist definitiv nicht schön, wenn man krank, verletzt oder gar behindert ist. Aber Selbstmitleid macht niemand gesund. Gesund macht eine positive Lebenseinstellung und eine innere Zufriedenheit. Und das Wort Zufriedenheit beinhaltet ja auch wieder das Wort Frieden.
das, was uns im Leben weiterbringt. Friede und Freude ist das Produkt von einer Einstellung und nicht von unseren Umständen. Freuen euch am Leben und ich wiederhole meine Aufforderung, freuen euch und schenken einander Frieden und Freude. Denkt an die Weihnacht kommen. Liebe Kinder, liebe Einheimische, liebe Gäste, in dem Sinn wünschen wir euch allen von Herzen Frieden und Freude in eurem schönen Bad Ragaz, im hoffentlich bald winterlichen ganzen Land und auf der ganzen Erde. Jesus Christus hat uns seinen Frieden versprochen und geschenkt. Nehmen wir das Geschenk doch an und verteilen es grosszügig weiter. Euch allen und euren Lieben wünschen wir jetzt von Herzen eine besinnliche, ruhige, friedvolle Advents- und Weihnachtszeit mit vielen freudvollen Momenten. Nehmen Sie ein bisschen ruhiger und geben wir am Frieden die Chance, in unser Leben, in unserem Umfeld einzuziehen. Und für die Zukunft wünschen wir euch allen ein positives, freudvolles Jahr, das euch vor allem freudvolle, friedliche Momente bereithalten soll. Jeder von uns ist für das Leben selber verantwortlich. Machen wir also das Beste daraus. Und so wünsche ich euch jetzt nochmal viel Freude und Frieden. Danke, dass ihr gekommen seid. Gehört euch Gott.